1943. Deutsche Truppen überwachen die U-Boot-Anlegestelle. Die Raketenpläne werden streng bewacht. Die Soldaten sind auf der Hut. Und im Dunkeln nähert sich ein einzelner alliierter Scharfschütze. Basierend auf der preisgekrönten Videospielreihe ist Sniper Elite ein Stealth-Action-Brettspiel, bei dem du deinen Feind einschätzen musst. Bis zu drei Personen verteidigen gemeinsam ihre Basis und jagen den Scharfschützen. Eine Person bewegt sich als alliierter Scharfschütze Carl Fairburn heimlich auf feindlichem Gebiet. Der Schütze muss seine beiden geheimen Ziele erfüllen. Er wählt seine Ausrüstung für die Mission aus und trackt seine Schritte verdeckt auf seinem Tableau. Die wachenden Soldaten sehen ihn nicht. Noch nicht. Der Schütze kann sich lautlos immer um ein Feld fortbewegen. Läuft er schneller, können Soldaten in der Nähe seine Geräusche orten. Sei vorsichtig, aber nicht zu langsam. Dir bleiben nur 10 Züge für jedes Ziel. Spiel Ausrüstungskarten verdeckt aus, um Fallen zu legen oder Lärm zu überdecken. Der Feind weiß, dass du etwas im Schilde führst, muss aber herausfinden, was. Ist Schleichen keine Option mehr, dann ziehe Marker aus deinem Schussbeutel, um auf einen Feind zu zielen. Je weiter weg, desto mehr Treffermarker brauchst du, um ihn auszuschalten. Ziehst du 2 Lärmmarker, verrätst du deine Position. Wie dringend musst du schießen? Wie viel Risiko bist du bereit zu gehen? Die Verteidiger agieren in Truppen, jede mit einem einzigartigen Spezialisten. Jede Truppe hat 2 Aktionen pro Zug: bewegen, jagen oder den Schützen angreifen. Grenzt eure Suche ein, um ihn einzukesseln. Durchsucht ein einzelnes Feld, räumt bis zu 3 Felder oder überwacht mit Infos einen ganzen Sektor. Habt ihr den Schützen geortet, greift ihr ihn an. Jeder Spezialist hat eine spielverändernde Fähigkeit. Schickt Speer schnell über das Spielfeld, versorgt verwundete Soldaten mit einem Arzt und geht mit einem Elitejäger auf Angriff. In diesem spannenden Spiel aus Kooperation und Bluff kann eine Kugel die Geschichte verändern. Sniper Elite. Ab sofort in der Spieleschmiede.